Achtung, das ist ein Test. Test, Test. Ja, und los geht's. Auf jeden Fall funktioniert das Mikrofon, das ist schon mal gut. Die Items funktionieren nicht, das ist nicht gut, weil ich hier halt nur Bananen kriege. Bananen sind scheiße. Was kann man mit Bananen machen? Zum Beispiel sowas. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da jemand reinfährt, obwohl der war auch nicht schlecht. Ey, jetzt reicht's aber mal. Leute, benehmt euch doch mal. Okay. Ja, aber es gibt's Neues, Absatz beim PC von 14... Oh, geil. Geil, geil, geil. Was machen wir mit den Sternen? Ja, den behalten wir einfach mal. Ja, und zwar ist der PC, verkauft sich sehr schlecht seit 2000... Ja gut, was heißt seit 2013? Der stationäre PC, Scheiße. Tut sich ja schon seit mehreren Jahren schlecht verkaufen. Ja, was ist der Grund? Also erstmal gehen viele Verbraucher zum Touchscreen, also zum Tablet zum Beispiel. Benutzen dies als Dritt-PC etc. Das ist auf jeden Fall erstmal ein Grund. Nein, mein Stern. Mein Stern. Scheiße, ey. Egal. Ja, was ist noch ein Grund? Also, ich sag mal, der Otto-Normalverbraucher, der kauft sich, ich sag mal, sich nicht jedes Jahr einen neuen PC. Mach ich auch nicht. Außer er ist natürlich kaputt oder so. Dann rüste ich ihn meistens aber auch nur auf. Und wenn ich ihn aufrüste, dann tue ich auch nur einzelne Teile auswechseln, wie zum Beispiel ein CPU. Obwohl ich da auch wieder meistens ein neues Mainboard kaufen muss. Ist ja klar, muss ja kompatibel sein. Und meistens, was macht ein Otto-Normalverbraucher mit dem PC? Der tut ein bisschen surfen, sage ich mal. Ein paar Texte schreiben, E-Mails verwalten, Filme gucken. Ja, das so halt kleine... Ey, mach keinen Scheiß. Okay. So kann man es machen? Okay. Ja, was macht der? Der macht halt nur die normalen Anwendungen. Und da reicht auf jeden Fall auch ein PC, der 2007, 2008, also sagen wir mal 6 Jahre alt ist. Also der braucht nicht den High-End-PC von heute. Okay, wir reden gleich weiter. Ja, also mein PC, den ich zuerst hatte, also mein erster PC, der war, glaube ich, Baujahr 98, 97. Und den habe ich aber erst 2000, ja, um die 2000. Oh je, bekommen. Und demnach war der für diesen Zeitpunkt ziemlich alt. Also für 2000, wenn man da einen PC hatte, der 2 Jahre älter war, der war schon ziemlich scheiße. Und wenn man das heute mal vergleicht, man heute einen PC hat, von, sag ich mal, von vor 2-3 Jahren, den kann man sehr gut benutzen für viele Anwendungen. Also der ist eigentlich sozusagen noch mitten dabei. Hey, der Yoshi, der nervt ein bisschen davon, muss ich sagen. Ich muss sagen, mein PC jetzt, den ich momentan habe. Komm, nein! Scheiß durch, getriggert. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Fuck, fuck, fuck.
also mein PC, der ist 2010, genau. Der ist jetzt auch schon 3 Jahre alt und läuft eigentlich noch ganz gut. Minus 36 Punkte. Das ist Müll. Das ist scheiße. Das ist... Ey, nur solche Spacken, Gegner. Okay. Ja, wie ist denn das bei euch so? Wie oft kauft ihr euch eigentlich einen neuen PC? Beziehungsweise rüstet den auf? Also ich mache das ja so... Ich sag mal so alle 3 Jahre. Das ist so meine Periode. Und da bin ich jetzt eigentlich mit in den letzten Jahren mit gut durchgekommen. Ja, also denke ich, dass es dieses Jahr wieder Zeit wird, sich ein paar neue. Ich glaube, ich habe gehört, dass die AMD CPUs im zweiten Halbjahr, oh, ich bin nochmal denn hier, günstiger werden. Ich denke mal, da werde ich dann mal zuschlagen. Ja, was ist noch ein Grund für den schlechten Abverkauf von PCs? Auf jeden Fall die Tablets und ich sag mal auch für die Gamer. Wer spielt mit PC von euch? Ich zum Beispiel fast gar nicht, also sozusagen nie. Von daher, ich finde so eine Konsole, die, da macht man das Spiel rein, schaltet sie an und dann geht's halt direkt gleich los. Halt sehr benutzerfreundlich. Man hat zum Beispiel auf der Xbox noch ein schönes Dashboard. Und ja, auf jeden Fall eine feine Sache. Da haben wir die 36 Punkte von eben jetzt wieder drin. Sehr schön. Vielleicht gibt es ja... Oh, schon wieder Geistertal. Sehr schön. Vielleicht gibt es ja in Zukunft gar keine stationären PCs mehr. Sprich zum Beispiel ein Laptop. Also ein Notebook, das ist ja relativ... Also das kauft man. Und wenn man da was umbauen möchte... Ja, das finde ich auf jeden Fall nicht ganz so einfach. Ich habe es selber noch nicht gemacht. Ich weiß aber, dass die Teile halt ziemlich klein, logischerweise klein sind. Und man braucht halt auch viel mehr Wissen, denke ich, als bei einem Tower-PC. Also wenn man den aufrüsten möchte. Obwohl ich glaube, das machen auch die wenigsten. Ihren PC aufrüsten, ihren Notebook aufrüsten, weil, also bei mir, wann habe ich mein Notebook gekauft? Auch 2011, genau. Der ist aber jetzt schon wieder ganz schön, sieht ganz schön mitgenommen aus. Wird Ende des Jahres auch neuer werden. Ja, also da fange ich jetzt nicht an aufzurüsten oder bliblablub, also das ist halt, da wird neuer gekauft. Der ist dann wieder 2-3 Jahre aktuell. Mein Netz hat, glaube ich, so um die 600 Euro gekostet. Ist ein Acer und das Modell kann ich jetzt gar nicht sagen, habe ich jetzt nicht im Kopf. Bin ich eigentlich ganz zufrieden mit gewesen vom Acer, aber das Einzige, was ein Manko war, war das Gehäuse rundherum. Das war ziemlich labil und ziemlich billig verarbeitet, also, und die Tastatur, die war auch nicht so grandios. Mal gucken, wer jetzt überall hier SC zieht, Glitch zieht. Das gibt's nicht. Also ich bin ja immer hier so ein kleiner, sag ich mal, Retter, weil ich mache immer sowas hier. Ich fahre allerdings, wenn der erste in der Dreiviertelrunde ist, fahre ich dann los. Und zwar jetzt.
Das geschafft? Nein, sehr schön. Obwohl das zu... Wie viel sind wir? 1, 2, 3, 4, zu 5. Das ist blöd, weil... Jetzt brauche ich halt gute Items, um... Um voranzukommen. Ja, genau. Also angeblich soll bei den... Einsturz im PC-Markt Windows 8 schuld sein. Nein, zu früh gesprungen. Nein. Windows 8, und zwar soll das Betriebssystem ziemlich vermurkst sein. Also eher an Tablets gerichtet sein. Ja. Warum sollte man sich da auch einen stationären PC holen, wenn man zum Beispiel, ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, ein Touchscreen, Touchscreen zu benutzen über Windows 8. Noch ein Stern, okay. Kriegen wir noch jemanden? Ah, diesmal klappt da doch der SC. Bitte. Nein! Was mache ich nur? Total verkackt. Obwohl, die Peach könnte man noch kriegen. Wie gesagt, zu fünft ist das blöd. Ich glaube, hätte ich einmal den SC geschafft, dann hätte ich ja noch eine Aussicht auf Erfolg gehabt, aber so. Jetzt noch einen schönen Bullet? Nein. Ich verkack's heute nur, das gibt's nicht. Aber es kann auch sein, dass es nur, ich weiß gar nicht, ob man das bei 50 oder 100 CCM, ob das da möglich ist, den zu ziehen. Bin mir nicht sicher. Okay. Ja gut, dann war's das erstmal von mir soweit. Bis später dann. Ciao.